Auch kein Zuckerschlecken, so ein Nebenjob. Michael Boder ist bei uns, Leiter des Instituts für Wirtschaftstheorie 2 an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ganz herzlich willkommen. Haben Sie auch einen Nebenjob? Nein, ich habe zu viel zu tun im Moment, aber es könnte sein in der Zukunft und ich behalte mir diese Möglichkeit vor. Interessant bleibt es auf jeden Fall. Ist dieser Trend eher ein Verfall der beruflichen Wertigkeit oder eher ein Weg hin zu mehr Flexibilität für alle? Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass die Arbeitsplätze flexibler geworden sind durch Technologie und Kommunikationsmöglichkeiten. Und es gibt sowohl auf der Arbeitnehmerseite als auch auf der Arbeitgeberseite die Nachfrage nach solchen Verhältnissen. Und ich glaube, das ist eine ganz natürliche Entwicklung. Und eine gute in Ihren Augen? Auf jeden Fall. Wir haben in Deutschland die Möglichkeit, nebenher bis zu 450 Euro dazu zu verdienen. Das ist dann ein Minijob. Wer hat denn da mehr Vorteile eigentlich, der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber? Beides. Es kommt immer darauf an. Manche Leute müssen es machen, wollen es machen, vielleicht weil sie Kinder im Hause haben und vielleicht einen anderen Verdiener im Haushalt haben. Es gibt Firmen, die diese Flexibilität brauchen, weil der Kündigungsschutz zu streng ist oder dass es zu schwierig ist, die Beschäftigung auf einmal auszubauen. Das sind so flexible Reaktionen auf eine sich wandelnde Situation. Es ist sehr interessant zu merken, dass der Anteil der Beschäftigungen, die mit einem Minijob versehen sind, angestiegen ist, wobei der Anteil der Menschen, die nur von einem Minijob leben, gefallen ist. Das ist eine sehr interessante Entwicklung. Und im Prinzip eine gute, aber man muss schon sagen, dass durch die Minijobs natürlich dem Hire and Fire, also dem schnellen, der schnellen Kündigung und den niedrigen Löhnen Tür und Tor geöffnet sind. Ja, deshalb ist der Gesetzgeber immer dabei mit Modifikationen der Gesetze, um das zu verhindern. Eigentlich erleben wir in Deutschland ja ein sogenanntes Jobwunder. Die Arbeitslosigkeit ist stark gesunken in den vergangenen Jahren. Aber die Arbeit, die wir machen, die ist immer häufiger schlecht bezahlt. Zu schlecht? Die Bildung ist ein sehr wichtiger Faktor. Und Deutschland hat ein sehr gutes Bildungssystem, gerade was die berufliche Ausbildung angeht. Man muss immer flexibel auf die neuen Gegebenheiten reagieren. Aber wir haben ja viele hochqualifizierte Leute, die einfach gar keinen Job haben, obwohl sie gut gebildet sind oder die viel zu schlecht bezahlt werden für das, was sie tun, auch für die Verantwortung, die sie leisten. Ja, die Daten würden das nicht unbedingt unterstützen. Also die Leute, die eine universitäre Ausbildung haben, Leute, die eine Fachausbildung zum Schluss gemacht haben, haben bessere Chancen, sich zu bewahren in der heutigen Arbeitsmarkt. Situation. Sie selbst kommen aus den USA. Wie ist das im Vergleich? Das ist ja auch, dort werden ja Minijobs noch viel mehr angeboten, vermutlich als bei uns, beziehungsweise Nebenjobs und kleine. Es gibt keinen Vorteil von den Steuern, von den Arbeitgeberbeiträgen oder Arbeitnehmerbeiträgen, Sozialversicherungsbeiträgen her. Es gibt keinen Vorteil, jemand zu 20 Stunden oder zu 10 Stunden zu beschäftigen. Wobei hier in Deutschland ist es tatsächlich ein Vorteil. Aber diese Anzahl der Teilzeitarbeitnehmer reagiert sehr schnell auf die Konjunktur. Die Konjunktur verbessert sich in den USA und diese Menschen werden immer weniger. Also ein empfehlenswertes Modell? Ja oder nein? Ich glaube schon. Auf die Realitäten der Weltwirtschaft zu reagieren, ist es sehr wichtig. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Gern geschehen.